Verkehrte Information, wir kommen eigentlich alle gar nicht aus Hamburg. Wir sind sozusagen Vorstädler und kommen aus Niedersachsen. Ich bin Vorstadtkind sozusagen. Ich habe mich nicht gelangweilt im Vorort, bis ich ein paar Platten vorgespielt bekam und bis ich ein paar Artikel in ein paar Zeitungen gelesen habe. Unser kleines Dorf, Timmendorfer Strand, da gab es ganz früh schon so ein paar Punker. Das war so klassisch einer im Urlaub gewesen in London und brachte das mit. Das wird so 78 gewesen sein, denke ich. Und das hat dann ziemlich schnell gezündet bei uns. Und wir waren dann gleich schon sehr, sehr viele, also noch im selben Jahr. Alle Gedanken, die man hatte und sammelte, hatte man von woanders. Und alles, was man sah, war in Abgrenzung zu dem, was man fühlte. Ich glaube, Timmendorfer Strand hat die meisten CDU-Wähler in Schleswig-Holstein nach Westerland. Oder also so ähnlich. Also und dementsprechend war zum Teil eben damals auch noch ausgeprägter die Umgebung sehr autoritär. Und da hat das schon Sinn gemacht, dass man, da kam diese Jugendkultur Punk mit diesem, ihr habt da eh keine Zukunft, alles irgendwie scheiße und man kann damit ganz gut angreifen, kam da sehr sinnvoll. London, die Oxford Street. Im allgemeinen Stadtbild sind die Punks kaum zu sehen. Die Anhänger einer erneuerten Rockmusik sind zahlreicher in der King Street zu treffen. An der Musik haben die Punks am meisten Spaß. Buben und Mädchen im Alter zwischen 12 und 16, mitten in der Pubertät. Ich war sofort fasziniert von Punkrock. Ich sah da sofort eine Kraft dran, die das andere nicht hatte. Und was für einen pubertierenden Jungen besonders beeindruckend ist, ist die Hauptattitüde von Punkrock, die zu der Zeit folgendermaßen war: Nichts, was vorher kam, bringt es. Punkrock ist das Erste, was du wahrnimmst. Nirvana, als Teenager. Ne? Tokotronik, Nirvana, das waren so, wo man so dachte, ja, das kapiert man. Man weiß, was der will. Sie hat zwei Beine. Sie hat zwei Augen und aus denen kann sie schauen und sie schaut zu mir. Und ich bin alleine und hab kein Vertrauen. Keine Hardrock-Musik mehr gehört, sondern da tatsächlich ältere Punkmusik, die damals gar nicht mehr so aktuell war. Aber das hat uns schon dazu gebracht, irgendwie dieser klassische Gedanke, ach, das kann ja nicht so schwierig sein und das probieren wir auch mal. Die Wahl, zur Musik zu greifen, war einfach die, dass das war so das erste Mittel, was für uns am zugänglichsten war. Ja, also das ging ja auch schon früh los. Ich meine, so Anton und ich haben angefangen mit, da waren wir 15 oder so, uns irgendwie in den Keller zu setzen und irgendwie zu überlegen, so was starten wir jetzt. Meine erste Gruppe war dann wohl eben noch immerhin in den 70er Jahren. BSG3 hieß die, Bass, Schlagzeug, Gitarre, drei Leute und ich noch dazu als Sängerversuch. Ich habe, glaube ich, mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen und dann haben wir so die erste Folk-Rock-Band auf dem Schulhof gehabt. Frank Spilker ging mit mir auf dieselbe Schule, den kannte ich eh schon vorher. Und da die anderen Lieder geschrieben haben und sogar auch schon aufgenommen haben und ich nur Straßenmusik gemacht habe, habe ich auf einmal gedacht, was die können, kann ich auch. Wir haben uns tatsächlich zusammen eine Gitarre gekauft, die billigste, die es in so einem Gebraucht-Gitarrenladen gab. Da musste man auch erstmal fragen, warum man die eigentlich hält. Also wir haben sehr autodidaktisch angefangen. In Zeiten, wo es Beat-Gratis-Software gibt, ist es natürlich schwer vorstellbar. Aber damals war das der Weg,
eigene Musik, eigene Hip-Hop-Musik machen zu können, jemanden kennen, der einen Sampler hat und sich mit dem auch noch gut stellen. Es war schon auch noch recht orientierungslos damals, was wir eigentlich machen wollten, aber der Wille war da. Zum Beispiel ja auch einfach die Tatsache, dass wir überhaupt keine Sänger sind. Also wir können ja gar nicht singen. So, aber das sind alles so Sachen, durch einen total starken Willen und Blutlecken, sage ich jetzt mal so, kann man sich alles aneignen. Man fuhr in die Städte, ist klar. Also es gab ja auch da die Szene war klein, also sehr klein. So 79, die ersten Punknächte, Alfred Hilsberg hier in Hamburg, Markthalle, die fanden, glaube ich, alle 79 statt. Also ich glaube, die letzte war dann irgendwie in die Zukunft oder eine Geräusche für die 80er. Genau, das war dann die letzte. Da war ich auch tatsächlich auf all diesen Veranstaltungen, aber eben, das war überschaubar. Die Band habe ich dann so gesucht, dass ich wirklich überall war, wo eine Band gespielt hat, und es gab viel weniger Konzerte zu der Zeit als heute. Viel weniger Konzerte von lokalen Bands. Leute haben viel weniger Musik gemacht auch. Als ich hierher kam, dann passierten Dinge, die ganz normal sind. Die ganz normal sind in Hamburg jedenfalls, dass man Leute trifft, die aus ähnlichen Gründen nach Hamburg gekommen sind, die auch etwas machen, deren Aktionsradius riesig ist, die alles vorhaben. Also ich bin jetzt gar nicht so konkret mit dem Wunsch, Musik zu machen, nach Hamburg gegangen, aber mit dem Wunsch, in eine etwas größere Stadt zu gehen. Willkommen in Hamburg. Eine schöne Stadt. Eine große Stadt. Eine schöne, große Stadt. Wenn jetzt so 20-Jährige neu in die Stadt kommen, die haben immer eine Gitarre dabei, die können kochen, die können so ein paar Kings of Convenience-Songs singen. Mann, zu meiner Zeit sang man nicht. '88 bin ich hergetrennt. Ich war gerade 20, hab die erste Nacht im Park gepennt. Ohne Wohnung, Arbeit, ohne Arbeit, Wohnung suchen. Ist nicht ganz so einfach, könnt ihr gerne mal versuchen. Zivildienst in Berne leistete ich nicht sehr gerne, doch das ging ja nicht für immer. Und bald hatte ich ein Zimmer auf St. Pauli, Rock'n'Roll konnte beginnen. Ich fing an sehr viel zu trinken und ich fing auch an zu spinnen, wie es wäre, Rock'n'Roll-Star zu werden. Mach lieber, was du willst, denn eines Tages musst du sterben. Hoffentlich in Hamburg, zu dir hab ich diesen Hang. Mein Eldorado und mein Untergang. Mein Eldorado und mein Untergang. Das ist eine Großstadt, das hat natürlich irgendwie auf junge Leute, die in Kleinstädten aufwachsen und als Teenies anfangen Gitarre zu spielen, übt das natürlich eine gewisse Ausstrahlungskraft aus. Ne? Oder Anziehungskraft, sagen wir mal so. Also das ist schon so ein bisschen Tor zur weiten Welt. Ich glaube, das löst sich langsam auf, weil die Welt auch anders geöffnet ist mittlerweile. Aber gerade so traditionell ist das natürlich so etwas gewesen, diese Sehnsucht, irgendwo raufzugehen und abzufahren. Und dann auch diese Geschichte über die Arbeit, die du sofort haben kannst. Ich habe tatsächlich auch im Hafen gearbeitet, also noch von Timmendorf aus, so Ferienjob, konntest du so, wenn du Schuhe hattest mit Stahlkappen, konntest du da in den Bus steigen von Lübeck aus und hierher fahren und so Hafenschichten machen.
war in jeder Stadt mindestens 2 Tage und bin zu Fuß durchgegangen. In Hamburg war ich am längsten, weil es am schönsten war. Vielleicht bin ich in einer Mogelpackung aufgesessen, denn wenn man in der Jugendherberge in Hamburg absteigt, ich war im Stintfang. Man blickte auf den Hafen und das sah so viel besser aus als die Aussicht von allen anderen Jugendherbergen Deutschlands. Nichtsdestotrotz, Hamburg ist die Musikstadt und wird es irgendwie bleiben. Wenn man über den Ort redet, Hamburg, dann ist das für mich Rock. Rock hat immer mit Orten zu tun. Pop hat immer mit Zeit zu tun, meistens mit Gegenwart. Rock hat auch mit einer Zeit zu tun, meistens mit einer, die weit, weit zurückliegt. Das heißt, wenn wir nach Hamburg fragen, dann ist das ein Rock-Thema. Man muss sagen, das stelle ich mir vor, dass sowas wie Pop und auch Rock es so vielleicht gar nicht gegeben hätte, wenn nicht sowas wie der Zweite Weltkrieg stattgefunden hätte. Das war so ein Wahnsinn, dass man danach mit etwas umgehen musste, mit was man nicht umgehen konnte. Was Generationen geschaffen, sank in Trümmer. Das Leben hatte seinen Sinn verloren, aber Hamburg gab sich nicht auf. Nachdem wir den Krieg und die Angriffe und das alles hier mitgemacht hatten und immer in Bunkern schliefen und dergleichen, und das alles, als das alles vorbei war und wir konnten endlich was anderes hören, von anderen Nationen, von anderen anderssprachigen Menschen, Englisch hören. Und dann fingen unter anderem in Hamburg Leute an, Platten zu hören aus den USA und aus England. Also Musikszene gab es als solches nicht. Wir waren zufrieden, wenn wir irgendwo wussten, wo Musikboxen stehen, wo englische oder amerikanische Platten drin waren. Man nannte uns Halbstarke. Ich glaube, wir waren die Ersten. Ich bin ja nun Jahrgang 36 und ich möchte, glaube ich, sagen, dass ich einer von den ersten Halbstarken oder Teenagern war. Mein Trachten war danach, englische Musik auf Schallplatten zu kaufen. Es gab ja schon Schallplatten, das wusste man. Das war etwas, was uns faszinierte, was uns ja, was Impulse freisetzte, die man gar nicht in sich kannte. Corina, Corina, where you been so long? I ain't had no loving since. Und dann auf einmal hörte ich, Bill Haley ist hier in Hamburg in der Ernst Merkerle. Und da natürlich hin. Die letzten Pfennige zusammengespart, Karte kaufen dahin. Voller Erwartungen. Nach dem ersten Song standen schon die Hälfte im Haus und fing an zu tanzen. Konnten aber gar nicht richtig tanzen, denn Rock'n'Roll, der Tanz Rock'n'Roll, der war noch gar nicht in Deutschland etabliert. Sie stürmten nach vorne und auf einmal war Polizei im Saal und fing dann da an, die Knüppel zu ziehen und die Jugend da in die Sitze zurückzuknüppeln. Ich habe nur gedacht, wie kann das bloß angehen? Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir unter uns. Und dürfen noch nicht mal wieder machen, was wir wollen. Das war ja unsere Musik, die ist ja wegen uns gekommen. Und nach 20 Minuten war das ganze Konzert vorbei, worauf man sich wochenlang gefreut hatte. Bill Haley muss in seine Kabine flüchten. Junge Rock'n'Roller
zerschlagen das Mobiliar und liefern sich erbitterte Kämpfe mit den Ordnungshütern. Hamburg ist schockiert. 30.000 D-Mark Sachschaden, Schlachten mit der Polizei am Dammtor bis spät in die Nacht. Doch das Ereignis wiederholt sich auch in den anderen Städten. Empörung und Ratlosigkeit in der Erwachsenenwelt, der Schock sitzt tief. Musik und Auflehnung, darin finden Jugendliche fortan ihre Identität. Und von da an heißt es Rock Around the Clock. St. Pauli fing auf einmal an zu blühen. Da macht den Laden auf und da macht den Laden auf. Und wie gesagt, die Musik wurde auf einmal moderner. Wir haben jetzt eine Rock'n'Roll-Platte rausgebracht. Das sind obskure Rock'n'Roll-Songs, die niemand kennt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter finde ich die 50er Jahre. Damals wurden die Weichen für heute gestellt. Und diese Lieder, die wir covern, sind unsere dunkle DNA. Das sind unsere musikalischen Wurzeln, die wir nicht kennen. Am Samstag mit Johnny, am Sonntag mit Jack, am Montag gehst du mit Tommy weg. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, 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 nie von dir gedacht. Ich schenk dir Blumen, fahr dich ins Büro, führe deine Mutter jeden Sonntag in den Zoo. Doch dich bringt am Mittwoch der Baby nach Haus. Am Donnerstag gehst du mit Tommy aus. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, 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 nie von dir gedacht. Das hättest du nie, 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 nie von mir gedacht. Hamburg stand auch für Pogo-Punk, also so möglichst schneller, härter, lauter Punk spielen. Das war eben auch so, waren auch eher diese Typen, die eben auch wirklich dann irgendwie Maschinenschlosser waren oder so Zeugs. Und Punk ist ja auch eine Kleinbürgerbewegung irgendwie. Also kommt ja schon aus so Vorstadtgeschichten, wie ja meistens bei so weißen Jugendkulturen. Das waren echt Typen, die waren irgendwie fucking 16, 17 Jahre und die hatten einfach die Schnauze von allem voll und haben sich auf die Bühne, die konnten eigentlich auch nicht weiter spielen und da ging es einfach darum, so schnell wie möglich. Also das musste alles schnell sein und haben ihren Frust daraus geschrien. In Hamburg habe ich so, was Punk angeht, sehr proletarisch in Erinnerung, also irgendwie sehr rough und intern auch. Es gab auch da so Schlägergruppen, die sich die so Konzerte gestürmt haben und so weiter. Das war überhaupt nicht pießig. Also schon ganz schön hatte auch mit Gewalt zu tun, was aber auch interessant war. Also dieses Physische. Also speziell die Leute, die jetzt bei Abwärts waren oder mit mir, wenn ich von mir persönlich rede, war es halt so, wir konnten mit dem Vorhandenen, was da war, überhaupt nichts, also auch wirklich gar nichts anfangen. Und Abwärts war natürlich also von den Leuten hier, glaube ich, ein unheimlich interessanter Mix. Also ich fand das dann später auch nicht mehr so aufregend, aber ganz am Anfang war das schon sehr, sehr aufregend, auch mit der Frau da drin, was ja auch nicht so üblich war und ja, schon ganz besonders. '77 war dieses Terrorjahr, was damit begann, dass, glaube ich, der Bundesanwalt Buback damals auch auf der Straße erschossen worden ist. Und dann das gipfelte dann in der Entführung von dem Arbeitgeberpräsidenten Schleyer damals. Und du hattest eine Situation, wo also wirklich Straßenkontrollen an den Autobahnen, wo die Cops wirklich mit vorgezogener Maschinenpistole die Leute aus dem Auto rausgezerrt haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Und das war alles von so einer ganz finsteren Atmosphäre, weil das war auch alles extrem angstbesetzt. Also man kann das schwer wiedergeben, was das eigentlich genau war. Auf jeden Fall haben wir damals so mit der Musik, also diese Wahrnehmung so wiedergegeben. Wenn ein Stein hat dich lieber so tief
dunklen, schwarzen, kalten Tiefen. Beschissen an alle. Und ich will, 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 nach oben, ans Licht. Wie alles damals ging, das alles sehr schnell. Wir haben im Grunde genommen ein Album gemacht und eine Single oder zwei Singles und haben uns direkt danach aufgelöst wieder. Also ich denke, das hat insgesamt vielleicht 1,5 Jahre oder so gehalten, wenn überhaupt. Ich bin 66 geboren und habe Punk in Hamburg nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht The Clash in der Markthalle gesehen. Und das war schon das Ende von vielem. Es ist ja ständig sofort das Ende. Seife kommt ins Haar, die neuen Killerniten glänzen sternenklar. Junge Punks wollen keine Mark versäumen. Junge Punks, junge Punks, junge Punks. Ihr lebt ganz in der Gegenwart oder? Wir leben ganz in der Gegenwart. Wir leben für den Moment. Wir leben nicht für irgendwelche Scheiß-Zukunft. Nee, genau. Ja, ich meine, ihr habt ja Zukunft. Wir haben keine Zukunft. Wir sehen überhaupt keine Zukunftsperspektiven. Wir leben einfach nur in der Gegenwart und wir leben für den Moment. Gut, und was macht, soll möglichst geil sein. Deswegen lassen wir mal sich voll auf. Was macht ihr morgen und was macht ihr nächsten Monat? Das ist uns scheißegal, was wir morgen machen. Ja. Daran denken wir nicht. Das ist uns scheißegal, was wir morgen machen. Ja, aber diese Probleme kommen ja auf euch zu. Ihr könnt das ja nicht ausschließen. Das interessiert uns überhaupt nicht. Ihr wollt ja die Welt verändern, ihr wollt ja irgendwelche Ziele haben. Wir wollen gar nichts verändern. Danke. Hör doch mal zu, ich bin in den 60er Jahren auch so alt gewesen, wahrscheinlich wie ihr. Da kamen die Beatles auf, ich trug lange Haare, ging in den Starclub, wir merkten. Aber wir haben uns noch halbwegs normal benommen. Weißt du, du bist bloß unzufrieden, weil du es früher nicht so hattest wie wir, echt. Ich bin weiß Gott zufrieden. Ja, das kann ich mir auch. Ich will heute vielleicht auch so wie ihr. Warum denn nicht? Du wirst jetzt rumblähen. Wieso denn nicht blähen? Was stört dich denn da dran, dass du das so... Ihr wollt das denn so ändern, oder wie? Nee, wir ändern das vielleicht nicht, aber... Gewonnen, Leute. Alle hatten nur noch Lederjacken an und alle sahen irgendwie gleich aus und die Badges waren nur noch klein und auf keinen Fall groß. Und da stand auf den Jacken dann drauf, harte Männer tanzen nicht und irgendwie war das auch so ein bisschen eingefroren. Und wir dachten, okay, wir brauchen, das muss man mal wieder auflösen. Deswegen war das ein bisschen Punk im Punk und wir werden uns jetzt extra uncool geben. So big, oh, let's see the chuck in the thing. Man wollte ja diesen Widerspruch und hat es herausgefordert. Man wollte die Provokation, um den Punk so ein bisschen zu beschädigen auch. Also um das auch wieder ein bisschen flexibler zu kriegen und ein bisschen undogmatischer. Das heißt mit so bekloppten Blümchenklamotten und Schlagermusik. Auf der Straße, nach San Fernando, da standen zwei nette Girls in der heißen Sonne. Wir hielten an und fragten wohin. Sie sagten, bitte nehmt uns mit nach Mendocino. Wir sahen ihre Lippen, wir sahen ihre Augen, die Haare gehalten von 4 goldenen Spangen. Sie sagten, sie wollen uns gern wiedersehen, doch leider vergaßen wir beide ihre Namen. Hey!
Mendocino, Mendocino, wir fahren jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopfen wir an, doch keiner kennt unsere Girls in Mendocino. Schlager, vielleicht liegt es an so einer bestimmten Hamburger Kaschem, Hamburger Kneipen, in denen Schlager gespielt wurde und der so was zu tun hat mit Hafenarbeiter, Gefährt in die Ferne. Wir fanden das eher so aus Humorgründen. Man ging in diese Kneipen oder auch am Fischmarkt, wo dann so Fischer sonst wie Lieder liefen und so Zeugs und Schlager. Schlager haben ja auch, deutsche Schlager haben immer was mit der Ferne zu tun. Zumindest in den 50ern und 60ern. Da träumt man sich halt in eine andere Welt und versucht das als Deutscher dadurch eine neue Identität zu finden oder so. Und das so dermaßen zu übertreiben, dass man durch den Kitsch da drin sich erlaubt, Gefühle zu zeigen, was man vorher in Deutschland nicht mehr durfte, weil es durch den Zweiten Weltkrieg halt abgeschnitten war. Ich mag immer noch Schlager, aber ich würde den halt sehr, sehr genau unterscheiden, was das ist. Die meisten Leute halten Schlager für, das ist ein schmutziges Wort, so wie es die meisten Leute benutzen. Da würde ich mich nicht einordnen wollen. Aber wenn du sagen würdest, das ist eine Art Volkslied, ist etwas Volksliedartiges, ja, gerne. Die Jungs, die jetzt zu Ihnen kommen, kommen aus Hamburg und Kritiker sind sich einig, in der Art, wie Sie das, was Sie gleich hören werden, meine Damen und Herren, bringen, die drei, die jetzt zu Ihnen kommen, ist das schon einmalig. Sie besingen das uralte Thema von Liebe, Herz und Schmerz und Trauer und so, aber wie Sie es machen und die Art Ihrer Texte, die sind schon einmalig. Ich bin sicher, wir werden von diesen drei Jungs noch was hören. Sie heißen Die Antwort und der Titel Aber du, meine Liebste. Aber du, meine Liebste, bist die schönste Rose, die jemals erblühte in dieser Stadt. Ohne Stolz, diesem Land ohne Würde. Andere zweifeln, bist du dir sicher? Wo andere zögern, hast du Mut? Ich kenne dich, ich kenne dich gut. Zum Beispiel dieses Lied, aber du, meine Liebste, das, ich singe das manchmal heute und die Hälfte im Saal lacht und die andere Hälfte ist ergriffen, so von wegen weil das ein ungebrochenes Liebeslied ist. Ich habe auch wenig ungebrochene 1:1 Liebeslieder, aber es entstammt einer echten Empfindung. Es ist, ich sehe keinen Sinn darin, da irgendwas zurückzunehmen oder das dann zu dekonstruieren. Wo ist der Spaß der Dekonstruktion? Aber du, meine Liebste, bist die schönste Rose. Ich singe ein bisschen wie ein Chorknabe auf der ersten Platte. Was du daran siehst, ist, dass ich unbedingt was Helles haben wollte, was sich irgendwie löst von diesem erdenschweren Bluesrock-Zeug. Ich finde das zerstörerisch. Ich mag keinen Bluesrock. Also es war jetzt in Hamburg nie so die Frage, erdigen, handgemachten Rock zu machen, sondern da ging es schon auch um das Spielen und das Aufbrechen von verschiedenen Stilen. So, das macht vielleicht den Pop aus, das Spielerische. Und sie fragt dann, was große Liebe, wie teuer ist Glück? Zwei goldene Herzen, denn zueinander laufen. Eine Träne ist mehr wert. Eine Träne ist alles wert. Rocco Schamoni ist der King, deshalb heißt er auch King Rocco Schamoni, der King der sogenannten Hamburger Unterwelt.
Hamburger Unterwelt ist natürlich recht groß und die Fans von Rocco sagen ihm eine unglaubliche Genialität nach. Worin besteht deine Genialität? Offensichtlich vielleicht im Schweigen. Das kann auch vorkommen. Frage, du machst den Mund nicht auf. Hat das vielleicht irgendwelche tieferen Ursachen? Vielleicht liegt das an den Zähnen oder so? Naja, okay. Ich kann Ihnen ja mal was über Rocco Schamoni erzählen. Dann brauchen wir nicht auf diese Art und Weise vielleicht im Dunkeln zu tappen. Rocco Schamoni ist in Württemberg aufgewachsen. Das liegt in Schleswig-Holstein. Und ist dann vor einigen Jahren nach Hamburg gekommen, um sich hier der Sangeskunst zu widmen. Er ist ja Sänger geworden, schreibt deutsche Texte und die Mädchen sollen unheimlich auf dich stehen. Die sollen dich umschwärmen. Ich sehe hier aber keine. Wo hast du sie gelassen? Punk zum Beispiel, wenn es darum geht, war in dem Sinne vorbei. Aber trotzdem sicherlich neben allen traditionellen Musiken, siehe Boogie Woogie und was weiß ich was, AC/DC oder sonst was, garantiert die prägendste Art, mit Musik umzugehen. So habe ich Punkrock auch immer verstanden, dass man agieren muss, dass man sich selbst, dass man lernen muss, sich selbst zu führen. Das ist heroisch im besten Sinne. Das fehlte in der deutschen Musik in den 80er Jahren, so wie ich sie verstanden habe. Jedenfalls nachdem die deutsche Welle kläglich versagt war. Also zu dem Zeitpunkt gab es nur Funpunk und Schlager. Und alles, was so irgendwie Zwischentöne versucht hat, wurde in die eine oder andere Ecke abgeschoben und wirklich nicht wahrgenommen. Captain Kirk ist eine Mischung aus dem Versuch, situativ zu sein, also Musik zu machen, jetzt, einfach in dem Moment, körperlich, Bewegung, Feedback, Rückkopplung und Tanzen und Dinge zerkloppen. Und das hat auch mit dem offensichtlichen Manko dieser Band zu tun gehabt, dass wir keine klassischen Songs schreiben konnten. Und deswegen entstanden zwei Dinge. Also einerseits wollte man natürlich in einer Rockband sein und sich bewegen und wohlfühlen und körperlich entgrenzt, sofort, jetzt. Und andererseits wollte man Sachen rausfinden und hat sich dafür getroffen, um das rauszukriegen. Und diese Zeit haben wir uns genommen, um eine Musik zu erkunden, die wir spielen können und die uns begeistert. Allen gemeinsam war damals, dass man, wenn man deutschsprachige Musik gemacht hat, und das war nicht Funpunk, ja, es war nicht irgendwie die Ärzte oder so, dass man völlig, also mit völlig verständnislos angeguckt wurde, und zwar von jedem. Ein Durchbruch in der Wahrnehmung der speziell interessierten Öffentlichkeit hat die Kolossale Jugend, die erste Platte gebracht. Also da wurde, glaube ich, überhaupt mal wieder zugehört. Ich habe nicht konkret gedacht, ich will Musiker werden, ich will in der Band spielen, ich will Rockstar werden. Das war alles nicht der Fall. Es gibt Leute, die echt erfolgreich werden wollen. Ich wollte immer nur gut werden. Ich wollte nicht das Gefühl haben, dass ich auf halbem Weg
stehen geblieben wäre oder so. Ich wollte es bringen. '89 fing so eine Bewegung irgendwo in St. Pauli sich zu entwickeln, nachts ausgehen in einem Rotlichtviertel. Da gab es ja St. Pauli als Ausgehviertel noch gar nicht. Es fing ja gerade an mit Läden wie Mitternacht oder dem Spar am Hamburger Berg und so. Es war alles sehr, sehr aufregend, das selber zu entdecken. Ich meine, die Beatles wussten das schon, warum sie es hier geil fanden. Also diese Rotlicht-Umgebung hat natürlich einen gewissen Freiraum, du hast einen gewissen Schutz. Und aber auch natürlich was sehr, sehr Aufregendes. Und natürlich war es auch in den 80er Jahren noch so, dass es in jeder anderen Stadt außer Hamburg und Berlin eine Sperrstunde gab zum Beispiel. Ja, dass man um 1 oder spätestens um 2 aus der Kneipe rausgeschmissen wurde. Während in Hamburg und Berlin die Leute dann erst losgegangen sind. Und das ist natürlich für einen jugendlichen hedonistischen Ausgehabend viel interessanter. Herum am Rande verschiedener Abgründe. Ich tu mir alles Mögliche an, außer Zwang. Wein, Vibe und Gesang sind wirklich von Belang. Ein Rausch ist gut geeignet, sich selbst zu betrügen. Doch wollte ich behaupten, mich mit wenig zu begnügen. Bereite mir Vergnügen, müsste ich ja lügen. Ich genieße lieber in vollen Zügen. Sie haben's mir oft genug gesagt, doch ich wollte nicht hören. Ich fahre weiter fort, mich selber zu zerstören. Selbstbeherrschung, Gleichgewicht, Harmonie und die goldene Mitte finde ich nie. Merkt euch dies, wenn bunt wir's treiben, auch Maß halten muss im Rahmen bleiben. Hamburger Schule ist ein toller Begriff. Und es ist das Ergebnis der Arbeit eines Journalisten. Journalisten dürfen auch kreativ sein, nicht nur die Musiker und die Musikerinnen. Musiker und Musikerinnen denken sich was aus und sind sehr stolz auf. Sie denken sich LP-Titel aus, Singles, T-Shirts, Slogans, alles. Und einmal haben sich Journalisten was ausgedacht, was wirklich knackig war, und das war Hamburger Schule. Schon seit 10 Jahren, seitdem der Begriff fällt, möchte eigentlich niemand mehr was damit zu tun haben von diesen Bands Anfang der 90er, weil es ein Verkaufsetikett geworden ist. Funktioniert ja in dieser sogenannten Independent-Branche genauso wie in der normalen Industrie. Man braucht also immer so ein Etikett, und da wird dann irgendwie so, wird dann, das war Hamburger Schule. So, ne? Ja, ne, aber was ist das, ne? Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte mich auf euch verlassen. Ich möchte mich auf euch verlassen. Das sind ja alles musikalisch recht unterschiedliche Ansätze gewesen. Wir kamen da von einer ganz anderen Ecke, von einer viel melodischeren, sage ich mal. Das war so prägend, oder beziehungsweise die waren so mächtig, dass wenn man mal zu Besuch in Berlin war, oh, du machst in Hamburg Musik? Hamburger Schule? Nein, wir machen 60s Garage Punk. Ich würde sagen, dass alles, was wir haben an deutschsprachiger Musik heute, ist auf einer Art Hamburger Schule anbaut. Auf den Vorschlägen, auf die wir gemacht haben. Allerdings würde ich sagen, dass diese Vorschläge falsch verstanden wurden und meistens von Leuten aufgefasst wurden, die nicht sprechen können oder die nichts zu sagen haben. Ja, es waren ja nur 2 Bands damit gemeint. Es waren nur Blumfeld und Captain Kirk damit gemeint. Der Artikel, in dem das gemacht wurde, bezog sich auf diese 2 Bands. Achtung, Erweiterung. Und auf Bands, die eine Zeit lang, und das ist einfach nur so ein historisches kleines Fünkchen, das geht eine Sekunde lang und dann ist der Begriff schon durch in dem, was er eine Sekunde lang beschreibt, und danach tut er was anderes. Er kann dann was anderes beschreiben, und das findet man gut oder nicht, davon distanziert man sich. Es lohnt sich nicht, es ist egal. Aber es war gemeint, dass Bands
diskursiv miteinander und vor allen Dingen auch mit den Medien umgehen. Über Punk hatte man gelernt, dass der Umgang mit Medien toll und wichtig ist. Und dieses kleine Nachmachen in dieser Szene bestand eben darin, dass man da offensiv umgeht. Verstärker. Verstärker. Was ich merke, was ich bis zur Rückkopplung verstärke, hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke, wo ich nicht war, komme ich nicht hin. Ich merke was auf der Haut und das macht Sinn. Falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. War ja, glaube ich, gar nicht, dass das jetzt nur Hamburg war oder irgendwie ein Sound aus Hamburg war, sondern zum Teil hat er auch mit einer Haltung zu tun, die eben auch eine ist, die eine Konsequenz beinhaltet. Die ging auch weit über Hamburg hinaus, haben wir dann immer gesagt. Das hat mit Hamburg so nichts zu tun. Also es geht mehr um Haltung als um Musik vielleicht. Man kann ja auch zum Beispiel nicht einen musikalischen gemeinsamen Nenner wirklich finden, was Tokotronik und die Sterne angeht. Ne? Also nur von sehr weit weg vielleicht. Das, also wenn man dann sozusagen wirklich einen Begriff braucht, um die Bands der 90er Jahre und auch jetzt vielleicht, was danach gekommen ist, unter einen Hut zu bekommen, dann hat der sicher eher mit Haltung als mit Form zu tun. Ist das der Eingang, den der Architekt benutzt, oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit, oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Postdienst als Mitarbeiterin, oder kommen Sie zweimal die Woche mit hin? Nach der Revolution totale Freiheit, du kannst ficken, wen du willst, was willst du denn? Fick das System! 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 Diese Verweigerungshaltung und dieses Anti-Ding, das hat sich hier ganz gut mit dem Popgeschäft vermählt. Das eine schließt das andere nicht aus. Es geht halt nur nicht ohne. Also so dieses so ein bisschen aufmüpfig gehört irgendwie dazu, aber ohne irgendwie die Punkflagge zu schwenken, weil das wissen wir alle, das sind wir nicht. Die Auflistung der Dinge, die uns wichtig waren, halt, es ist antisexistisch, es ist antifaschistisch. Es versucht möglichst antikapitalistisch zu sein, solange es geht. Das waren so bestimmte Grundfesten. Und es versucht, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, kreativ zu sein und aufregend zu sein in der Sprache und in der Musik. Wenn es das nicht wäre, ist das andere egal. Es interessiert keinen Menschen. Also nicht mal uns selber. Hab doch nicht so gebt dem Gesangsversager Gnade. Fass dich an der Nase, sag das Beste in der Vase ist die Kirche im Dorf. Und hat doch nicht so wie den Gesangsversager Gnade, steht nur bei Klartext Kreide. Fass dich an der Nase, sag das Beste in der Vase ist die Kirche im Dorf. Und hallo jeder durch das ehrgeizige Loch in ein Traum von einer unberührten. Hallo Vase, Vase von innen. Hallo Vase, Vase von innen. Hallo Vase, Vase von innen. Hallo Vase, wir sind das System. Ich hatte eigentlich in den 80er Jahren immer das Gefühl, dass ich für jegliche musikalische Bewegung oder Jugendbewegung, wie es Tokotronic dann später ausgedrückt haben, zu spät kam. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich bin Teil einer Bewegung. Da brodelt was, da entsteht gerade was. Wir waren ja damals die ganz Jungen dann, die dazu kamen. Und vor allen Dingen, also das habe ich schon als großes Interesse, mich hat das gewundert, auf was für großes Interesse man gestoßen ist und wie wenig Konkurrenz dann doch damals. Es kommt mir so vor, als wäre hier sowas wie Konkurrenz ersetzt dadurch, dass man sich freudig gegenseitig anstachelt. Alle haben ihre Vergangenheit so ein bisschen abgeschnitten und tun so, als würden sie sich jetzt hier in Hamburg, in St. Pauli, neu erfinden und können
riesengroße Angeber sein und können so tun, als hätten sie die Popmusik neu erfunden und wären Pioniere und sonst was. Und da fühlte ich mich als Teil. Wir hatten damals schon so einen Gedanken, entweder machen wir es selbst oder wenn jemand was von uns will, dann kann er gerne kommen. Also da gab es schon sehr gesundes Selbstbewusstsein damals. Was will man eigentlich, wenn man in einer Rockband spielt? Zwei Dinge. Man will rocken und man will berühmt werden. Aber kann man wirklich berühmt werden mit einer solch schäbigen CD-Hülle? Ja, ja, das kann man. Tokotronic sind berühmt. Tokotronic sind beliebt. Die Fans von Tokotronic singen begeistert mit bei ihren ausverkauften Konzerten, bei Liedern wie Samstag ist Selbstmord. Oder bei Liedern wie Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Eigenartige Aussagen. Eine eigenartige Band hier, Tokotronic. Wie schaffen sie es trotzdem, sich so konsequent und erfolgreich den Vermarktungsmechanismen des Rockgeschäftes zu entziehen, finden wir es raus. Also vor einiger Zeit habt ihr noch studiert. Studiert ihr immer noch, Tobson? Ja. 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 Was studiert ihr? Mehr als früher. Rechtswissenschaften. Ich muss mich da anschließen. Ihr seid im Grunde beides Juristen. Das ist die kommende Juristengeneration, liebe N3-Zuschauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer zu dir hingeht und dir irgendeinen Wirtschaftskriminalitätsfall anvertraut. Jetzt mal ganz ernsthaft, ihr habt die Chance, Rockstars zu werden. Ihr seid so beliebt, eure Lieder sind klasse. Habt ihr euch schnell entschieden, was ihr machen wollt? Weil ihr werdet nicht Top-Juristen und Top-Rocker. Wir werden halt beides mittelmäßig. Eure erste Single und habt ihr im Programm aufgenommen, die klingt sehr schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Nein. Doch, das klingt sehr wunderbar. Aber alle finden sie gut. Ja. Und so, die Musikzeitschriften schreiben drüber und ihr nehmt eine CD auf an einem Tag oder so. Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war noch mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeitumstellung liegt. Ich war ja mit Die Braut haut ins Auge, was auch eine Mädchenband war, allein auf weiter Flur in einer männerdominierten Rockwelt oder Popwelt. Und das war nicht so einfach, sich da zu behaupten, weil es auch keine Vergleiche gab. Und die Männer da schon sehr, sehr meinungsdominant waren. Wir sind die Braut und wir sind gestört und unser Problem ist, was ihr jetzt hört. Wir spielen immer und alle auf einmal. Es war so, dass in auf bestimmten Festivals, die dann organisiert wurden, wurden wir nicht angefragt, weil ich vermute doch, dass es was damit zu tun hatte, dass wir eine Frauenband waren. Also wir waren eben dann nicht cool genug, nicht diskursiv genug oder zu, weiß ich nicht, zu spielerisch, zu unentschieden, irgendwie sowas. Wir standen immer irgendwie zwischen den Stühlen. Und insofern habe ich mich damals nicht wirklich zugehörig gefühlt, aber hatte trotzdem das Bedürfnis,
hier Teil einer Bewegung zu sein. Also es war eine Zerrissenheit. Welcher Seite wir stehen? Hier stehen wir, wo steht ihr? Wir sind gegen Tierversuche und gegen Mord. Gegen Männer allgemein, gegen Hochklasse und Sport. Ha! Wir sind gegen alles, was Junge zerstört. Und dafür, dass alles allen gehört. Wir haben zwar noch nie Marx gelesen, doch für Sozialismus sind wir immer gewesen. Es ist leicht, auf der richtigen Seite zu stehen. Wir kennen das Rezept, kein Problem. Wir sollen euch mit euren Köpfen nicken. Und alles, was ihr wollt, ist ficken. Rockmusik hat doch was damit zu tun, dass es Jungs, anderen Jungs immer wieder vormachen, wie das geht. Und eine Gitarre ist ja nun doch irgendwo eine Schwanzverlängerung. Und tagelang, nächtelang in seiner Pubertät, jahrelang im Kinderzimmer zu sitzen und ein Gitarrensolo von Jimi Hendrix zu üben oder später dann von jemand anderem, der vielleicht cooler ist, aber das ist ein typisches Jungsding. Und es hat einfach was mit Role Models zu tun. Wenn es keine Jungs, wenn es keine Mädchen auf der Bühne gibt, dann kommt auch kein Mädchen darauf, dass sie sich da oben hinstellen kann. Sondern dann denken die Mädchen, ihr Platz ist vor der Bühne für sich vorgesehen. Und zwar der Platz eines Groupies. Frauen sind nur Vegetarierinnen. Frauen sind irgendwie sensibler. Frauen trinken keinen Alkohol. Frauen nehmen keine Drogen. Also wir sind gegen jedes Schubladendenken an sich. Und wir, also ich meine, wir benutzen jegliche Klischees, alles, was möglich ist. Ich bin da nirgendwo schlecht so eingestellt. Da haben wir von Die Brathaut ins Auge uns versucht, so ein bisschen eigene Vorbilder zu suchen. Und da hat auch viel Hamburg mit zu tun, weil es gab die erste Frauenband der Welt, könnte man sagen, die Liverbirds, die aus Liverpool kamen. Vier junge Frauen, die mit 17, 18 Jahren aus Liverpool nach Hamburg gezogen sind, um dort im Star Club aufzutreten. Und die waren verdammt cool, also es war extrem androgyne Band, die sind mit Männeranzügen aufgetreten. Die Sängerin Pamela hatte eine wahnsinnig tiefe, verrauchte Stimme, also es war schon echt eine echte Erscheinung. If you find someone with a few more, give you love you never had before, why do you hang around me? Why do you And now, ladies and gentlemen, die Beatles aus Liverpool, mehr konnte ich gar nicht sagen. Keine großen Vorworte und dergleichen. Und dann ging der Vorhang auf und der Vorhang war beim Aufgang, dann fing die Beatles an zu spielen. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ein Krach, ein Klatschen, ein Fußtrampeln, ein Schreien, ein Pfeifen. Ich habe gedacht, die ganze Welle erdrückt mich. Ich stand hinter der Bühne noch. Ich denke, Mann, das gibt das doch gar nicht. John war der Rebell, John war der Aufsässige, John war das Großmaul und der Speaker, also der für die anderen geredet hat. Paul war immer der Lustige, der Nette, der immer ein Smile auf dem Gesicht hatte. Und dann sagt Paul McCartney eines Tages zu mir: Horst, wir haben einen Song geschrieben, John und ich. Willst du dir mal anhören, was du dazu sagst? Naja, und dann sage ich, ja, bin ich neugierig. Und dann geht er mit mir hinten in den Umziehraum, holt seine Akustikgitarre raus und spielt Love, Love Me Do, You Know I Love You. Und dann sage ich zu ihm, Paul, ich sage, Paul, ich bleib besser bei Rock'n'Roll.
Das war das Experimentierlabor der 60er. Hier, das war der Ort, wo die 50er zu den 60ern wurden, wo die Stile sich wandelten, wo Leute sich, wo Leute auf Ideen trafen. Das war so wichtig für die Beatles, hier diese Hamburger Bürgerkinder zu treffen, die sie mit Existenzialismus und so weiter vertraut gemacht haben. Hello everybody, this is Paul. Now pass you over to John. John? John speaking. Hi there. I'm George Harrison. Finish now. Hello, Ringo here. Wenn du Beatles-Interviews siehst, wie clever die sind, wie abgezockt, wie weise, wo haben sie das denn her? Doch bestimmt nicht aus ihren Fish and Chips-Läden aus Liverpool. Is it true? Well, I have it. John, stimmt es, dass du faul bist? Ja, ich habe schwer daran gearbeitet, es zu werden. John, I don't know, but I work hard, because I've got to. Warum seid ihr alle so fürchterlich versnobbt? Das ist Ihre Version, nur in Ihrem Kopf, Liebling, weil wir Ihnen nicht schmeicheln. Wissen Sie, Sie erwarten gute Antworten auf alle diese Fragen, aber diese Fragen sind keine guten Fragen. Sie brauchen auch keine guten Antworten. Und wenn wir keine guten Antworten geben, bedeutet es nicht, dass wir versnobbt sind, sondern natürlich. Die Beatles haben die Stadt verzaubert und die Stadt Hamburg macht sich nicht klar, was für einen Schatz sie hier hat. Hamburg hat sich, das ich ganz lustig finde, nie richtig darum gekümmert, dieses Beatles-Erbe, was sie hätten ausschlachten können, auszuschlachten. Also die Stadt Hamburg hat das nie wirklich getan. Alle anderen in der Welt wissen das. Alle anderen, wenn du sagst, Hamburg, oh, Beatles und so weiter, sofort. Das ist so wichtig. Für 4-5 Jahre war Hamburg, die Reeperbahn, war der Musikquadratkilometer der Welt. 12, 1 Uhr nachts sind die Straßen leer, auch heute noch. Aber geh nach St. Pauli, da laufen sie immer rum. Und wir hatten das attraktivste Happening, was auf dem auf der Reeperbahn war. Nicht nur tanzende Mädchen, die sie aussehen, sondern wir hatten die geilste Musik, die zu der Zeit in der Welt aktuell war. Jede Gitarrenband ist auch in der Beatles-Tradition. Da kann man nichts gegen tun. Und jede Gitarrenband muss damit klarkommen, dass sie nicht so groß werden wird wie die Beatles, weil die Beatles fast alles kartografiert haben oder abgesteckt haben. Weil man kann sich fast nur innerhalb dieses Feldes bewegen. Durch die Beatles und durch den Star Club stelle ich mir vor, dass hier auch so eine Stimmung geherrscht haben muss in den 60er Jahren, meinetwegen auch noch in den 70er Jahren, ob das nun im Indra, im Top Ten, im Kaiserkeller war, später sogar im Onkel Pö, wo dann zwischen El Jarreau, Helen Schneider und Udo Lindenberg alle Leute aufgetreten sind und dass hier eine Stimmung hinterlassen worden ist, dass hier wirklich etwas möglich ist. Onkel Pö spielt eine Rentnerband, seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go, Go, Go. Und überhaupt ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria. Ich kann schon sagen, dass ich auch mit Udo Lindenberg aufgewachsen bin. Also gerade mit den Texten und wie krude und seltsam das da war. Ich habe Udo mal kennengelernt, ich war mal in einer Fernsehshow in seiner Backingband und da war ich mal 3 Tage mit ihm zusammen in so einem Hotel und da hat er mir viel aus seinem Leben erzählt, das fand ich dann schon spannend und lustig. Gehört natürlich auch zu Hamburg, ist klar. Wir waren, wo früher mal der große Startclub war und das Top Ten mit all den wirklich starken Bands. Jeden Abend war ich da und war einer der ersten Beatles-Fans. Und nach der Show ging ich mit Ringo zu den Damen. Sie trugen Negligés und kauften uns Pommes frites. Und Ringo brachte manchen losen Witz aus Liverpool. Very cool. Ripperbahn, wenn ich dich heute so ansehe. Ich mochte Udo Lindenberg sehr, als ich klein war und oder als ich jung war.
Und da hat er einfach Musik gemacht, der man gespannt zugehört hat. Und dann wurde er halt eben auch ein bisschen indirekt. Also wenn man schon AC/DC mochte und dann von Udo Lindenberg hörte, so laut wie es geht, hören Sie Punk und AC/DC. Sie fühlen sich geladen, doch wohin mit der Energie? Dann musste man auch ein bisschen lachen. Lindenberg ist ja für viele so ein bisschen so ein Deutsch-Text-Musik-Urvater natürlich, ne? Da hat er ja auch große Verdienste, würde ich sagen. Und ja auch mit voller Experimentierfreude. Also das ist ja schon besonders. Was meine Sache angeht, diese Texte, ich glaube, die werden also jetzt fester Bestandteil der Szene bleiben. Ne? Ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt meine Texte, sondern Texte in der Art. Als Leute, die dann Musik gemacht haben und Texte gemacht haben, haben wir uns überhaupt nicht an Lindenberg orientiert, also null. Wir haben den eher als jemanden genommen, der auch so in seiner Konsequenz unheimlich frisch was ausprobiert hat. Aber natürlich waren wir ganz woanders als jetzt so eine Onkel Pö-Szene, also das ist ganz klar. Damals in den 70er und 80er Jahren habe ich das eben aus ideologischen Gründen fast schon abgelehnt. Und dann habe ich mal irgendwann mal so ein paar Sachen, so auch gerade aus dem Frühwerk von dem Typen gehört. Und ich meine, auch da sind ja echte Klopper dabei, so Bodo Ballermann und so Zeug. Also ich meine, wo du echt denkst, wie ist der Typ da drauf gekommen? Der hat auch so einen gewissen hinterfotzigen Witz dann teilweise, wo ich sagen muss, ja, das ist okay. Wahnsinn und Genie gehen Hand in Hand. Dieser Taktstockmeister war auch dafür bekannt. Dann stand er da mit wirrem Haar, dem Herzinfarkt verdächtig nah. Und wieder war er. Wir wollten uns unbedingt auch absetzen von diesen 70er-Jahre-Rockmusik-Versuchen. Also ganz klar natürlich, man wollte ja völlig neu anfangen. Die Bands aus Hamburg, die einflussreich waren, waren für mich, für meinen Teil, Palais Schaumburg und Abwärts, fällt mir sofort ein. Und nicht Udo Lindenberg. Ein Song von Palais Schaumburg hat mir mehr bedeutet als das Gesamtwerk von Udo Lindenberg. Die ständige Gegenwart von Musik begünstigt die ständige Gegenwart von Musik. Das geht immer weiter, gerade in Abgrenzung, gerade auch das wütend sein über andere Bands und sie bewundern oder den Erfolg neiden und so, ist immer eine Möglichkeit, dass es danach weitergeht. Es ist in Hamburg vielleicht normal, sich dazu befähigt zu fühlen, besondere Dinge zu tun. Aber nicht, weil man selber besonders ist, sondern weil einem die anderen so besonders vorkommen, dass einen das antreibt. Durch Wände gehen, Bourgeois.
glaube, auch wenn man nach Hamburg ging und hier irgendwie Musik gemacht hat und Texte gemacht hat, und die waren ja dann auch deutsch, oft da, das war auch schon eine Messlatte. Du kannst hier einfach nicht wirklich glänzen, wenn du nicht textsicher bist. Und das finde ich herrlich, weil das ist nun mal, Musik ist so Geschmackssache und es gibt so schlecht gemachte Musik, die so wertvoll ist, und es gibt so aufwendige Produktionen, die wirklich Ramsch und wirklich für die Tonne sind, dass der Text ist wichtig in der Musik. Auch wenn einen der nicht durch den Tag bringt, so richtig, sondern eine Melodie einfach auch was ganz Tolles ist. Aber Text ist wichtig, gerade in der Muttersprache. Wie ich Texte schreibe, kann ich dir nicht sagen. Also du brauchst Sitzfleisch dafür. So, oder ich brauche dafür Sitzfleisch, wenn du weißt, was ich meine. So. Also es geht meistens nicht schnell. Es ist nicht leicht. Es macht auch nicht unbedingt Spaß. Und wenn man jetzt nicht so genialisch mit tollen Sachen, tollen Texten, tollen Sprachsplittern um sich schmeißen kann, dann bleibt für mich jedenfalls nur die Alternative, dran zu bleiben. Hier ausprobieren, auch was so Beat-Poesie angeht. Hubert Fichte ist da ja so zu nennen, der ja dann eben Beat und Poesie so zusammengebracht hat, wo es dann so ganz interessante Konzerte ja gab. Ride your pony, get on your pony, ride. You're looking good, yeah, yeah. Ride your pony, get on your pony, ride. Are you riding hot? Now stand aside, honey, you just better stand aside. We're gonna shoot, shoot, shoot. Hey, ride your pony. In Tanzen an die Wand quaggen. Topflappen aufspannen. Da schnallst du ab. Da hab ich abgeschnallt. Da schnallt ihr alle ab. Er macht seinen Beugemann. Dergel, Harvey, Eumel. Eine Mütze, kernig, dufte. Jackie Lees Zagun, KB, Dammtor, Lichtspiele, Ringo. Jackie steht vor dem Gefallenen-Denkmal. Da schnallst du ab, kernig, wirklich dufte. Palette, zieh keine Schau ab. An der Matratze horchen heißt auch schlafen. Topflappen aufspannen heißt horchen. Aus dem Kreuz leiern, schick doch mal einen durch. Wir haben halt Anfang der 90er Jahre, als wir längere Texte brauchten, als es diese Pogrome hier auch gab in Deutschland, in Ostdeutschland, aber auch dann in Westdeutschland. Wir wollten da einfach eher so, wie so Berichterstatter journalistischere Texte sozusagen machten. Und die, da reichten das Rock'n'Roll-Schema nicht mehr aus. Also der schnell gespielte Rock'n'Roll-Song als Punklied reichte dann nicht mehr. Und dann gibt es viele verschiedene Einflüsse. Also ich würde dann, ja, eben, vielleicht ist das auch sogar Fichte oder Rolf-Dieter Brinkmann, eher so diese Metren, diese Kaskadentexte und so weiter. Da brauchst du natürlich eine andere Musik. So, so, betroffen und zornig, so plötzlich, sie hatte nachgezählt, sie entschieden, 17 Tote seien jetzt genug. Ja, die Härte des Rechtsstaats, ganz genau, zumal es waren ein ständiger Ausländer, steuerzahlende Mörder, fast wie du und ich. Nachbarn können das bezeugen, Heil Hitler wurde gesagt. Der erste Tote dieses Wochenendes wurde nicht mit aufgeführt. Sogenannter Autonomer, abgestochen von stolzen Deutschen, verblutet auf dem Bahnsteig, mitten in Berlin. Aber nichts weiter als rivalisierende Jugendbande. Schlimmeres gesehen. So einfach
Hip-Hop hat uns natürlich interessiert, parallel, weil das eben so stark war und gerade kam. Da hat man dann eben mit Hip-Hopern zusammengearbeitet. Eben Text machen auf Beat, ohne dass man jetzt so Melodiefolgen beachten muss. Bei Hip-Hop hast du einerseits eben eine sehr unmittelbare Herangehensweise an, wie mache ich Musik? Etwas, was wir eben, denke ich, auch von Punk noch kennen. Ne? Du musst kein Instrument spielen können. Später eben, du musst keine Instrumente spielen können, du kannst Sampler benutzen oder so ein Kram. Was wir nicht tun, aber wo die Herangehensweise vergleichbar ist. Und wie eben, da ist dann für 100 Zeilen Text ist Platz auf einmal. Und es geht um Nachrichten, Informationen, die vermittelt werden. Sagst, wenn du leben willst, komm mit mir, aber eigentlich nur zu dir. Ein Lied mehr ist eine Tür. Ich frag dich bloß wofür, denn das, was dahinter liegt, scheint kein Deut besser als das hier. Ich finde, das ist das Gleiche in Grün. Wirklich. Also ich habe das immer im Sauerland natürlich auch Blumfeld und sowas mitgekriegt und Tokus früh mitgekriegt. Ich habe mich da immer extrem angesprochen von gefühlt und auch immer schon geguckt, ob es da nicht irgendwas für mich zu samplen oder irgendwie was gibt, weil ich, das war für mich dieses das gute Deutsche halt, so blöd das klingt. Bei Hip-Hop waren tatsächlich dann die Texte auch hoch wichtig und auch funny und auch originell. Dann ist das nicht nur ein toller Flow, sondern also auch selbst für Komparatisten, für vergleichende Literaturwissenschaftler, ist da einiges zu holen. Das ist hochinteressant und das hat hier auch Leute fasziniert. Aber auf jeden Fall Inspiration und vor allen Dingen Hochachtung vor so Leuten wie Dendemann, die halt wirklich die Sprache jonglieren. Ist weder ein Geheimnis noch weiter wichtig, aber ich war auf der Penne nie so der Lichtblick. Der Protokollant, dessen Motto bestand, dem Hoffnung beste Zeilen der wäsche Seiten vom Otto versand. Schon allein deshalb ist der Gedanke an Job und es lebt es sind seither längst weit mehr als der Durchschnittsadoleszenz-Nightmare. Ja, es hilft zu wissen, dass man die meisten Landeier alle aussehen lässt wie das Zeug beim Pfandleier. Aber ansonsten hat der Kerl wohl wieder mal nix als Beschwerden, oder was? Dass dies nicht stimmt, kann von mir jetzt erklärt werden. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen als das hier. Und zwar in Bestform und erfüll mal wieder mit links die Testung. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich will nichts anderes machen und das ist nur eine Kostprobe. Wenn ich meine Message kick wie ein Postbote. Dann kommt ja noch zusätzlich der Humor. Was ich ja, wo ich auch viel zu antworten musste früher und warum denn immer so witzig und dies und das, weil es ein Stilmittel ist. Am Ende des Tages ist Humor oder Ironie und all diese Sachen, das sind Stilmittel, die auch dafür sorgen, dass es einprägsamer ist. Weil sich einen Witz zu merken und fehlerfrei weiterzuerzählen, ist sehr viel einfacher als irgendeine Information. So, und es
auch die Erwartungshaltung, dass da etwas wie eine Pointe oder sowas kommen könnte, hält auch das Ohr näher an den Boxen. Oh, ich glaub, ich würde echt mal gerne richtig abgehen, mit einem derben Humor, den auch ich nicht versteh. Und dann würde ich was erzählen, voll auf jede Wand, irgendwie unerhört und dann noch jedem bekannt. Und dann könnte ich noch was bringen mit sozialer Kritik, mit dem Ohr fürs Detail, mit der Totalen im Blick. Und dann hätte ich noch ein neues, ganz krasses Konzept. Alter, Stumpf ist rum, ich glaub, das ist schon weg. Vielleicht hätte ich ein System gegen das System, radikal reduziert, auf irgendwas muss gehen. Ja, ich hätte probieren für meinen Weg zum Triumph. Ja, ich könnte, hätte, würde, aber Stumpf ist Trumpf. Ich hätte, könnte, würde, aber Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf, Stumpf ist Trumpf. Ich hätte, könnte, würde, aber Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf. Die gesamte Kultur Hip-Hop mit allen Facetten von Tanzen, Malen, Musik machen inzwischen ja heute wirklich zu Hause an Vaters Computer und Texte schreiben, hat wirklich für einen identitätssuchenden jungen Menschen was zu bieten. So, und deswegen werden sich auch immer wieder Leute dahin verirren. Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen. Und ich liebe es an der Party bei der Mensch reinzuschlafen. Ich bin ein Hamburger Jung und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing. Samstagabend ein Küben und ein kühles Blondes und auf die Schnelle noch ne Fischfrikadelle. Schon Stördebäcker wusste, dass er lauten rockt und hat mit seinen Kanye gleich angedockt. Ja, ihr hört richtig, heute ist Disco-Zeit, weil alles nach Disco schreit. Und ihr fragt euch, ob der König das Versprochene hält. Ja, na klar, denn ich bin nordisch bei Nature. Es geht einfach um so ein Bewusstsein. Ein ja, Bewusstsein auch, dafür, dass auch, dass es einem in der Seele wehtut, wenn man irgendwie im Fernsehen Bands sieht, die wirklich überhaupt nicht rappen können, wo man weiß, sie haben von dem Text nichts selber gemacht. Die Musik haben sie nicht selber gemacht und da sind irgendwelche Business-Idioten im Hintergrund, die das alles steuern und das rein um die Kohle geht und nicht mehr um sich selber auszudrücken, um eine Kunstform, sondern einfach nur noch Geld verdienen ist. Ja, früher war es so, dass man mit 10 anderen Rap-Bands zusammen aufgetreten ist und dann kamen noch 10 dazu, die gar nicht auf dem Plakat standen und dann hat man da irgendwie versucht, einen Ablauf reinzubringen und dann da irgendwie Party zu machen. Das hat auch immer irgendwie funktioniert. Das ist auch eben das Ding, diese Leute, die, so blöd das jetzt vielleicht auch klingen mag, aber die jetzt dann halt alle in den Charts sind und ja, wir machen deutschen Rap und hier und da und so, die haben das alle früher nicht mitgemacht, deshalb haben die nicht diese gleichen Roots. Viele Rechte gegen Türken sagen, rausgekommen am Start, aber sind die Türken lange jetzt die ganze Rechte. Der Unterschied, denke ich, zwischen Hip-Hop und zum Beispiel der Rockmusik, wie sie jetzt also überall abgefeiert wird, wo Leute halt den Hass verurteilen, ist halt schon, dass Hip-Hop sich eine Sprache der Subkultur ist oder der Straße, also wo Leute, die halt betroffen sind oder selber auf der Straße sind und damit konfrontiert sind, sich formulieren. Hier habe ich all das bekommen, was wonach mir dürstete. Also Musik, die nicht im Fernsehen und im Radio läuft und Klamotten, die es nicht im Otto-Versand gibt. Und das waren ja auch noch alles andere Zeiten. Da gab es ja auch noch kein Internet und keine Handys. Da musste man sich ja alles noch selber besorgen. Und man musste sich irgendwie inspirieren lassen, von irgendwo seine Ideen kriegen, um zu merken, okay, das ist meine Weltanschauung, die kann ich teilen. Das sind Ideale, die ich gut finde. Und all das habe ich halt unter anderem hier in der Schanze oder in der Hafenstraße oder einfach in Hamburg generell halt gefunden. Das waren ja auch die Freiräume, wo man dann auch eben auftreten konnte. Und wir waren auch politisch da, also was die ganzen Themen anging, absolut d'accord. Ich war überhaupt nicht in dem Hafenstraßenkontext unterwegs, aber es gibt einfach viele Leute aus der Zeit oder Sympathisanten mit dieser Zeit, die dann später in unserem Geschäft aufgetaucht sind, die einfach dann vielleicht ein Label hatten oder sich um Bands gekümmert haben und komischerweise sich sehr mit deutschem Hip-Hop anfreunden konnten, weil sie da eine gewisse Haltung wiedergefunden haben, die sie an damals erinnert hat. Wenn man irgendwann mal was mitgemacht hat, dann finde ich das als, jedenfalls mich als Künstler interessiert, dann auch irgendwann mal wieder was Neues auszuprobieren, weil sonst bleibt das irgendwie hängen und man kann das noch breittreten und man kann damit möglicherweise erfolgreich sein, aber ich langweile mich damit. Das ist dann das Scorpions-Modell. Und vielleicht ist es jetzt eine existenzialistischere Konkurrenz, die einen dazu bringt, Leistung zu bringen, obwohl alle Protagonisten, zum Beispiel der Hamburger Musikszene, sicherlich manchmal auch sagen würden, uff, ich kann nicht mehr, wie das Dirk von Lozo so schön sagt. Und sich dann über jede Welle an Energie freuen, die sie wieder sozusagen dahin bringt, dass sie
wieder Lust haben, eine Platte zu machen. Verstecken mit deinem Sponsor. Es geht um viel Geld, das kommt mir schlecht vor. Lars und Chris, du gehst in Serie und über Leichen, immer die gleichen blöden Fragen. Lars und Chris. Dann bist du fertig, leckst deine Wunden. Du bist ein Nichtskanz ohne Kunden. Allein schon dadurch, dass es jetzt zwei oder drei Generationen nach uns schon wieder gibt, ist das Verhältnis ein anderes. Das heißt, man bezieht sich gar nicht mehr unbedingt immer nur auf die eigene Generation, sondern vielleicht auch mal auf die Leute, die jetzt aktuell Musik machen. Vielleicht sind die sogar wichtiger. Und es ist auch wie so ein Staffellauf, fällt mir auch gerade ein. Also da läuft jetzt eine Generation rum und dann kommen sie an und dann kann die nächste Generation sagen, oh, das ist totaler Mist, das machen wir mal anders. Siehe 1000 Roboter. Genieß deinen Tag, fahr weg. Genieß deinen Tag, fahr weg. Du musst dich nicht schämen. Jeder fällt hin und jeder bleibt stehen. Schau sie dir nicht an, sie spüren nichts. Nicht mal, dass du einsam bist. Wir machen ja nicht das nur für uns, wir machen das ja für die Leute. So, wir wollen ja, dass die irgendwie mitgerissen werden und irgendwie nochmal ihren Kopf anschalten. Ach, mit so. Jedem Konzert, mit jedem DJ-Set, mit jedem Artikel, mit jeder Meldung, die wir in diese Welt raushauen, kriegen wir die Chance, eine Meldung mehr zu geben, dass die Welt vielleicht ein bisschen scheiße ist. Und irgendwer wird es lesen, der vielleicht denkt, die Welt ist gut und fragt sich, warum sagen die, dass die scheiße ist. Und dann fragt er sich zumindest. Und das ist für uns jedes Mal eine Chance. Und jede Chance von diesen Chancen, die nutzen wir so gut wir können. Straßencafé. Zu viele schwarze Zigaretten tun der Lunge weh. Zeit für ein Bier, so wie ich das sehe. Und Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Ein Freund hat mir einen Drink bestellt. Das ist sehr nett von ihm, ich hab kein Geld. Er kriegt zurück, was kostet die Welt. Eine Million Geschichten aus dem Untergrund. Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Doch ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood.